Wir schreiben den 8. Raja 1027 nach Bosbarans Fall. Den Laufe des Tages habt ihr mit einigen Besorgungen verbracht, eure Villa inspiziert und Verwalter gesucht, die dieses Anwesen nun in eurer Abwesenheit begutachten sollen. Abelmir hat bei seinen Nachforschungen im Travia-Tempel festgestellt, dass er nun wohl doch noch nicht verheiratet ist, sondern diese ihn und seine Anvertraute weggeschickt haben, da beide unter Drogeneinfluss standen und dies nicht dienlich ist. Immerhin sind wir hier nicht in Al-Anfa, so sagte der Gottesdiener Travinia. So habt ihr die Hälfte des Tages mit euren Sachen zugebracht, die noch so zu erledigen waren. Bei euren Erkundigungen im Hafen und einer Schiffspassage gen Pericum habt ihr jedoch festgestellt, dass sowohl die Seeadler von Beilung aktuell im Hafen liegt, als auch, dass euch die Ausreise verwehrt wird, weil ein Verfahren wegen Brandstiftung und Plünderung gegen euch vorliegt. Offiziell habt ihr noch keine Anklageschrift bekommen, doch sämtliche Wachen am Hafen waren mit Steckbriefen über euch informiert, offensichtlich gut geschmiert und lediglich auf eure Schritte bedacht. Ihr spürt die Blicke von ihnen, wenn ihr durch die Straßen geht und fühlt euch allzu beobachtet. Einige Straßenkinder, die immer an den Ecken sitzen und mit ihren Glasscherben spielen und nach euch schauen. Und so beginnen wir mit irgendeiner Intrige, die gegen euch läuft, dessen Urheber ihr nicht kennt. Was geht hier schon wieder vor sich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich bin mir sicher, da stecken die Räume hinter. Ja. Diese Überläuferin will bestimmt ihre Zeugen auswerten. Diese Iphemia. Vermutlich. Ich bin mir sicher, sie wird uns loswerden. Dann blickt sich etwas unschlüssig auf dem Platz um. Und was tun wir jetzt? Wir werden wohl mit dem Schar sprechen. Das wird das Beste sein. Wir sollten uns auf jeden Fall noch einen guten Anwalt suchen, einen Rechtsvertreter. Ja. Hat nicht ein wenig seltsamen Beigeschmack, wenn ein Gewalter des Pfarrers einen Rechtsvertreter sucht? Ist es nicht furchtbar, wenn ein Geweihter des Praios einen Rechtsvertreter braucht? Ich brauche natürlich keinen, Nisarun. Ihr seid mit dem aranischen Recht vertraut? Und ein wenig gesinnige, fertige Beratung einzuholen kann wohl nicht schaden. Ich glaube, so ein Rechtsvertreter ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und wenn er euch nur berät, als Lehrkraft oder bei Fragestellung von euch bezüglich des aranischen Rechtes. Und dann werden wir uns wohl im Praios-Tempel umsehen müssen, nicht wahr? Ich denke auch, ist eine gute Idee. Ich muss verstehen, dass das weltliche Recht, wenn man strahlt, immer ein wenig nachrangig ist. Schließlich sind wir vorrangig mit der Umsetzung und der Durchsetzung des göttlichen Rechtes beschäftigt. Wäre da nicht der, hier, Hex-Tempel die richtige Anlaufstelle? Kennt sich doch mit Handel und Recht und so aus. Mit Handelsrecht, ja, aber nicht mit Strafrecht. Was auch immer die Ephemia versuchen wird, uns vorzuwerfen, wird viel eher in den Rängen des Brahas-Tempels liegen. Ich denke, ich werde mich heute Abend einmal im Hesine-Tempel umschauen, beziehungsweise in der Akademie nach einer aktuellen Ausgabe des Codex Albiricus. Wozu wollt ihr? Nun ja, na gut. Ja, es schadet nie, gewisse Schwachstellen oder Kniffe zu kennen. Vielleicht hilft uns der eine oder andere. Nun, eine oder andere unklare Stelle. Unklare Stellen und rechtliche Kniffe sind dem Herrn Praios zuwider. Ihr habt Recht oder ihr habt es nicht. Ihr solltet euch nicht auf irgendwelche verworrenen Textpassagen stützen müssen. Ich kenne mich ja jetzt nicht so aus mit dem Kodex, aber ich dachte, das wäre so eine Kleiderverordnung für Magier. Es ist beides. Dieser Kodex besteht aus 7 Bänden und in 2 davon sind die magische Rechtsprechung, das Agilionsrecht und ältere Rechtsprechung enthalten.
Ja, okay. Nun gut. Der Codex Albyricus stellt die Grundlage des rechtlichen Status der Magierschaft dar. Mhm. Naja. Das gilt aber nur für die Gildenmagierschaft, oder? Das gilt für alle zaubernden Wesen, könnte man sagen. Das könnt ihr doch so nicht sagen, Abelmir. Doch, das kann ich so sagen. Gildenmagier stehen bloß im besonderen Fokus dieses Werkes. Aber ich weiß nicht, ihr könnt doch also keinem Elemental irgendwie verbieten zu zaubern. Nun, ich meinte ein lebendes Wesen, ein Mensch, ein Elf, ein Zwerg. Ein Elementar zaubert doch aber auch. Dieses Elementar besitzt aber keine Seele. Was? Genauso zaubert auch ein Baumdrache zum Beispiel, aber dem könnt ihr auch nicht den Prozess machen, weil er eben zu dumm dafür ist. Ja, aber besitzt keine Seele, er zählt nicht als lebendiges, also als Kreatur, die von den Zwölfen geschaffen wurde, könnte man sagen. Natürlich, die Elemente wurden von... Er besitzt keine Seele, lassen wir es dabei. Meine Herren, das ist eine philosophische Diskussion, die ihr gerne auf eurer Akademie-Räume vertagen könnt. Ich denke auch, es gibt Dringlicheres zu tun. Immerhin werden wir hier allesamt festgehalten. Solltet euch tatsächlich darum kümmern, einen rechtlichen Beistand zu finden, der sich mit den Kniffligkeiten des aranischen Rechts auskennt. Dann sollten wir das schnellstmöglich tun. Bevor diese verdammten Grollen alle Rechtsbeistände aufkaufen. Und ich schwöre bei allen 12 Göttern, wenn die versuchen, uns festzunehmen. Das wäre nicht so gut. Nun kommt. Ich mache mir bei mir viel mehr Sorgen, was für ein Gold sie benutzen werden, um die Leute hier zu bestechen. Und was für ein Unheil sie verbreiten werden. Nun, ich hoffe doch sehr... Ich will nicht drüber nachdenken. Aber das ist eine berechtigte Angst. Kiaras, das ist eine berechtigte Angst. Oh, dieses verderbte Erz, das macht mir Sorgen. Hätte die verfluchte Ephemia uns nicht aufgehalten, hätten wir dieses Gold schon längst ausgebrannt. Ja. Vielleicht sollten wir noch ein paar Zeugen auftreiben von Leuten, die dabei waren in Elborum. Nun, wer war dabei, außer wir und... Und Bewohner von Albyrum, von denen wir nicht sicher sein können, ob sie jetzt Paktierer sind oder nicht. Und vergiss die Gräume nicht. Nun, du vergisst zum Beispiel Isha. Isha. Aber natürlich doch. Das war eure Verlobte, nicht wahr? Exakt. Eine wesentliche Frage. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist und so. Aber können wir Elementare in den Zeugenstand rufen? Ich fürchte nicht. Wir werden uns wohl kaum für unsere... Wir werden uns für dieses wehren gegen die... Verzeiht. gegen diese... Was auch immer das überhaupt sein sollen, auf irgendein magisches Wesen verlassen. Außerdem bin ich mir sicher, dass ihr als Übertrager dessen, was ein solcher Djinn sagen könnte, ausreichen werdet. Zudem steht die Elementar unter eurer Kontrolle. Ihr würdet alles sagen, was ihr wollt. Magische Rechtsmittel sind in aller Regel nicht zulässig vor weltlichen Gerichten und auch vor Gildengerichten bedürfen sie strenger Auflagen. Also ist diese zumal die magischen Expertisen der Magister Abelmir und Iserun um vielfaches gewichtiger sein werden als alles, was ein solcher Djinn erzählen könnte. Nun, also ist dieser Djinn keine Rechtsperson im eigentlichen Sinne, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Gut zu wissen. Wir sollten überlegen, wer noch dort dabei war, der für uns aussagen könnte. Fällt euch jemand ein? Wir waren alle da. Die Ephemia kam erst nachher rein. Und halt die Handvoll Räume, von denen zugegeben die Hälfte tot ist. Diese Eleven in der Akademie, als wir unseren Plan besprachen, waren sie dabei? Nun, der Plan war, wir gehen zum Ziggurat. Ich weiß nicht, was genau ihr denkt, dass die Fjord dann gegen uns aussagen können. Hattet ihr nicht schon längst das Gebäude verlassen? Ja, also, wir waren nicht... Ich habe von diesem Plan nichts mitbekommen, weil ich ja nicht mit euch mitgegangen bin. Wir waren nicht mehr im Gebäude. Wir waren auf dem Weg. Also,
Es war so, Jalan und ich, wir haben Mittag gegessen und sind dann runter zum Zirkurat gegangen und haben uns über das Für und Wider unterhalten und Abel mir war auch dabei. Nun gut, dann gilt es vielleicht in dieser Stadt, in Zorgan hier, einige Leumundszeugen für unsere ehrliche Absichten bezüglich des Vernichtens dämonischer Materie zu finden oder im Kampf gegen die Heptarchen zu finden. Wie wäre es mit unserer heldenhaften Absichten? Gesamten Rosenorden, wie wäre es mit dem Schar und seiner Frau? Wie wäre es was den Rosenorden angeht. Und was durch die Genauigkeiten von Kiaras erzählen. Kiaras? Und was möchtest du wissen? Nun, wie ich hörte, steht es um den Orden etwas schlecht. Das ist schwer zu sagen. Nun, was von dem Orden übrig ist, zumindest. Sie haben ja die ganzen Leichen auf dem Rückweg gesehen. Viele sind nicht mehr über. Oh je. Dieses Faktum lässt sich allerdings sicherlich, ich will nicht sagen, zu unserem Vorteil nutzen. Das klingt pietätlos. Jedenfalls der ehrwürdige Schar wird hoffentlich geneigt sein, zumindest einen Vertreter zu senden. Wenn das Schiff vom Admiral hier ist, vielleicht ist er auch selber an Bord. Das wäre ein guter Leumundszeuge. Ja, seht nur, dass Vimo seinen Weg an Land nicht findet. Wer ist das? Wer? Der Admiral. Ja, und was habt ihr mit dem Admiral zu schaffen? Nun, wir kennen ihn aus der Vergangenheit. Ach, sehr schön. Und er weiß, was wir getan haben. Das ist noch besser. Ihr habt gar nicht gerettet, nicht wahr? Und das auch. Weiß er nicht aus erster Hand. Sondern? Was habt ihr denn noch gemacht? Nun, wir versuchten den Splitter der unbarmherzigen Säuferin vor Paktierern zu beschützen und zu retten. Leider ist es uns in diesem Fall nicht gelungen. Aber der gute Wille zählt. Wir haben dem Hafax unter Aufopferung und seines Lebens einiges abgetrotzt. Und wir haben eine Dämonenarche zerstört. Und wir haben verhindert, dass Zorgan durch Hafax wieder geritten wird. Nicht wahr? Ich finde, da steht viel auf der Habenseite. Nun, wir müssen bloß diese Person dazu bewegen, für uns auszusagen. Hafax, ich glaube nicht, dass der für uns aussagen wird. Nun, ich dachte mir an den Schar, an den Admiral, an alle, die etwas in dieser Stadt vielleicht zu sagen haben. Oh, da fällt mir ein. Wenn es um Leumundszeugen geht, ich war ja bei, na, da muss ich mal gucken, könnte, ich muss ein paar Nachforschungen anstellen, die andere Zwerge in der Stadt gibt. Sag mal, aber mir hättet eure Verlobung nicht einige Tage verschieben können. Nun ja, das ist eine andere Thematik. Ich glaube, ich muss doch einmal mit Isha reden. Jedenfalls werden die Worte eurer Verlobten um einiges weniger gewichtig sein, jetzt da sie eure Verlobte ist. Wir werden sehen, in welcher Stimmung sie ist, nachdem ich mit ihr geredet habe. Nun gut, Weg zum Freihaustempel. Hier lang müssen wir, glaube ich. Ja, wenn ihr den Weg in Richtung Sulaminia antretet und dort dann vor dem Praios-Tempel kurz stehen bleibt, könnt ihr auch tatsächlich dort erkennen, wie gerade auf einer Tribüne vor dem Tempel mehrere Leute stehen. Leute wäre zu viel gesagt, sie sind ziemlich klein und vor allem Jalan und auch Boltax werden sie als Gräume erkennen, die da wohl gerade ihre schändlichen Schriften zum Besten geben und ihr könnt auch erkennen, wie es wohl auch gerade um euch geht. Also die machen da gerade wohl ordentlich Feuer schon gegen euch. Und die Anklage, die jetzt gerade an den Praios-Tempel angeschlagen wird, mit Bildern, mit Steckbriefen von euren Schandtaten, wird da wohl auch ebenso gerade verkündet für diejenigen, die nicht lesen können. Also
Ihr hattet sowieso schon das Gefühl, dass ihr beobachtet werdet von Wachen, von Kindern, und wenn jetzt ihr gerade ja diesen kleinen Platz dann betretet, könnt ihr sehen, wie die Geräume nach kurzer Zeit dann auch auf euch zeigen und sich die Menge wie ein Meer teilt, alle zur Seite weichen und euch mit Furcht in den Augen und Entsetzen anblicken, keine Kinder, die anfangen zu weinen, und die Geräume, die euch von der anderen Seite funkelnd anstarren. Wir sollten etwas unternehmen und diese Schmähschriften entfernen lassen. Ihr könnt doch nicht die Anklageschrift von der Tempeltür entfernen. Das ist keine Anklageschrift, das ist eine Schmähschrift. Üble Verleumdungen. Vielleicht sollten wir erst einmal mit der Priesterschaft sprechen, ob das nicht abgesprochen wurde. Sieht man hier irgendwo einen Priester oder meinetwegen auch einen Novizen rumstehen, der die ganze Sache beaufsichtigt? Ja, du kannst sehen, wie wohl so ein bisschen außerhalb von diesem Marktplatz stehen da wohl zwei Novizen mit verschränkten Armen und schauen da ganz besonders kritisch in die Richtung der Marktstände. Jetzt allerdings auch in Richtung von euch und sind wohl sehr verunsichert. Ihr könnt schon sowas wie eine negative Grundstimmung erkennen, die sie jetzt wohl auch vor allem gegen die Geräume haben, aber jetzt, wenn ihr kommt, irgendwie scheint das wohl doch auch bei diesen Novizen zu wirken, was sie da tun, was auch immer das ist. Ich gehe auf den beiden zu. Ja, den Sonnenfürsten zum Gruß und all die anderen Götter. Ich diene, der Sonnenfürst mit euch. Was macht ihr aus diesem Aufstand hier? Ausgewachsener Aufstand ist dies nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher, wiefern das hier noch enden wird oder auch nicht enden wird. Die Geräume sind doch recht berühmt für das, was sie da tun. Ihr wisst schon, dass diese Schmähschriften den Tatbestand der Verleumdung erfüllen. Das wird ein Gericht klären, oder nicht? Also... Ihr könnt natürlich auch gerne einen Rufmord oder so etwas in Auftrag geben und sie selbst anklagen, aber ob dies gelogene Sachen sind oder nicht, das muss das Gericht entscheiden. Ich würde mir gerne mal einen der Zettel genauer angucken und mir einprägen. Ja, also die Sachen, die da für euch vorgeworfen werden, also es geht tatsächlich auch wohl um euch drei, jetzt Isarun und Kiara ist wohl gar nicht mit da drauf, auch nicht auf dem Steckbrief, auf dieser gemalten Zeichnung. Und ja, es geht um die Sachen Plünderung, Brandstiftung, Unfriede, das Aufbringen der zivilen Bevölkerung, das Einsetzen von Feuer, also da ist eine ganze Menge mit dabei. Die Liste wiederholt sich wohl auch, also gut, darfst auch gerne mal auf Rechtskunde würfeln. Okay. Wortwiederholung wirst du nicht finden, aber... Okay, also... Keine Wortwiederholungen, sondern einfach nur Wiederholungen im anderen Sinne. Ja, schauen wir mal, was die Rechtskundeprobe sagt. Okay, schauen wir mal hier. Nö. Ja, also du wirst sehen, die Liste ist hier ziemlich lang und da haben sie aber was zusammengetragen. Du bist dir selber nicht ganz sicher, ob du nicht einfach zustimmen solltest. Immerhin, ihr habt ja all das getan. Das haben wir nicht getan. Wir haben nicht geplündert. Das ist eine Lüge. Dennoch ist es nicht eine deutliche Meinungsbildung und vor allem sollten diese drei freigesprochen werden, sollte es ihr Ansehen nicht erheblich für alle Zukunft mindern, wenn ein solches fast schon Hassgespräch zugelassen wird, direkt vor dem Tempel. Ja, ach, kein Grollenwerk kann mein Ansehen schmälern. Ich bin ein ehrbarer Geode und scheidender Diener der Elemente. Dennoch sollte dies nicht etwas sein, das in einem Gerichtssaal geklärt wird und nicht hier auf der Straße, wo ahnungslose Bürger aufgewiegelt werden. Das ist richtig. Natürlich hat die einfache Bevölkerung keinerlei Ahnung davon, was es heißt, Recht zu sprechen. Von daher ist das keine gute Methode. Seid ihr bewandert in den aranischen rechtskundigen Gebieten? Ich weiß nicht genau, ob es euch bereits zugetragen wurde, weil, ja, immerhin habe ich mitbekommen, dass ihr Bürger seid und ihr tragt auch die standesgemäße aranische Kleidung und die Siegel, die Metalle, die dazugehören. Daher bin ich mir nicht ganz sicher.
Kennt ihr Malokwi und den Wettstreit, den zumindest die Gräume sich berufen? Wir hatten ob unserer anderen Verpflichtungen noch nicht die Möglichkeit, uns der Rechtskunde im Land näher zu beschäftigen. Klärt uns einfach auf. Möchtet. Malokwi kommt aus fast den dunklen Zeiten, möchte ich sagen. Es ist ein traditioneller Wettstreit, bei dem man Ausrufer sowohl bezahlen kann, allerdings auch selbst auf eine Kiste steigen kann. Es kann dort alles getan werden. Wie gesagt, es ist ein spielerischer Wettstreit, der vor einem Gericht dann ins Leben gerufen werden kann, wenn denn ein Konflikt offen bekannt ist. Das ist eher anrührig, wenn man nicht weiß, dass so etwas nicht bekannt ist. Man kann beleidigen, man kann beschuldigen, schlimmste Schandtaten zu preisgeben. Auch das kann dann dem Auftraggeber dann von bestimmten Persönlichkeiten mitgegeben werden. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, Auftrag oder Ausrufer dann zu kaufen, wenn man selbst keine Ahnung hat. Und es gilt, den Gegner fortwährend mit etwas noch Kurioserem zu übertrumpfen. Die ganz große Kunst ist es, wenn man dabei noch reimt und die Schmähschriften dann so überbringt. Am Ende wählt das Publikum einen Sieger. Kriterien sind Redegewandtheit, Witz oder Einfallsreichtum. Danach dürfen der Sieger und der Verlierer einen Monat lang nicht mehr gegeneinander agitieren. Es darf allerdings keine körperlichen Auseinandersetzungen geben und der Wettstreit muss auf einer rein verbalen Ebene ablaufen. Es soll möglichst vermieden werden, dass Vulgärsprache benutzt werden, aber Beleidigungen sind, wie gesagt, dennoch möglich. Und ein ununterbrochener Vortrag eines Redners kann mit Gegenargumenten auch gestützt werden. Ich könnte mich jetzt also sofort auf eine Kiste stellen und der ganzen Stadt vortragen, was diese Gräume sich zu Schulden kommen ließen, ja? Selbstverständlich könnt ihr das. Die Regeln sind diesbezüglich auch für euch geltend. Und da sie euch mit diesen Anklageschriften angenagelt an den Tempel angeklagt haben, ist es nun offen. Also sowohl für euch als auch für sie. Nun, eine Frage, das ist aber nicht der eigentliche Prozess der Urteilsfindung, sondern nur die Vorbereitung davon, oder? Wenn du auf den Zettel guckst, also da wird wohl die Rechtskunde trotz deiner 19 reichen. Es ist halt ein großes Datum auch eingetragen, also ihr werdet in zwei Tagen werdet ihr zu einem Gericht eingeladen, was eben vor dem Fex-Tempel beziehungsweise auf dem Gelände des Fex-Tempels, der ein bisschen größer ist, werdet ihr dann geladen. Es soll wohl auch schon eine Richterin bekannt sein. Sie nennt sich Sherizeth Sabadamara. Und auch der Rechtsverdreher, so möchte ich ihn nennen, hat ebenso sein Siegel drunter gekrickelt. Es ist tatsächlich eher gekrickelt. Ihr könnt das nicht genau lesen. Es sind wohl nur Konsonanten, Gmure oder so etwas. Zudem wird es wohl laut den Verquickungen, es wird wohl ein ziemlich großer Prozess werden. An die Gräume klagen für die Gräume in Elborum an und es gibt wohl auch, Zeugenberichte, die niedergeschrieben worden sind durch Abwesenheit. Also auch das könnt ihr darauf erkennen. Ja, und während dieser zwei Tage, die ihr dann wartet, könnt ihr euch natürlich ganz normal vorbereiten oder ihr könnt natürlich auch das Volk gegen euch aufbringen. Aufbringen. Also wir wiegeln das Volk auf. Ich glaube, Frosty kennt uns einfach. Abwarten. Und keine Zeit zu verlieren, habe mir. Ja. Findet mir noch einen Drucker und ein paar Schreier. Das sollte machbar sein. Ich kenne da jemand. Ich mach das mit dem Reim. Das klingt gut. Das macht euch einige Gedanken. Das wird das Beste sein. Ich meine, wollt ihr jetzt euch wirklich euch irgendwelche Reime ausdenken, anstatt einen anständigen Rechtsbeistand? Es ist der örtliche Brauch, Magister Iserun. Um den Rechtsbeistand werde ich mich wohl kümmern. Ist eine ergänzende Maßnahme, könnte man sagen. Ja, aber ist das wirklich unsere Priorität oder eure Priorität? Ich sollten meine, es gehört hier um euch. Die Gräume hinreichend viele Strippen ziehen, dass hier Unrecht gesprochen wird, Magister Iserun, wird es unserem Vorteil sein, das Volk auf unserer Seite zu haben. Das Volk ist auch ganz effektiver darin, Praias Wille umzusetzen, als sei es seine eigenen Diener es könnten. Also, ich kenne mich jetzt ja nicht so gut mit dem Recht hier aus und so, aber der hiesige
Tempelmann hat gesagt, dass das der übliche Brauch ist und ich denke, Jalan oder Abel mir werden sich schon darum kümmern, dass wir ordentlich vertreten werden und dann mache ich lieber was anderes und tue, was ich kann. Dann möglicherweise habe ich das ja auch missverstanden, aber ich habe es so verstanden, als ob dieser wie hieß dieser Brauch, Maloqui, rein optional wäre. Also, dass er nichts mit dem eigentlichen Prozess zu tun hätte. Nun, doch sehe ich keinen Grund, uns dessen zu verschließen. Schließlich nutzen die Gäume diese Möglichkeit auch. Gut. Wir sind in Zorgern, dann sollten wir tun, was Zorgerner tun. Vielleicht sollten wir auf ein höheres Niveau wechseln, aber grundsätzlich begrüße ich diese Methode. Herr Tempel, Herr Preios-Geweihter, ich weiß nicht, seid ihr Preios? Lichtsucher. Lichtsucher, es tut mir leid. Sind für dieses Maloqui irgendwelche besonderen Sachen verboten oder kann ich zum Beispiel auch meine Stimme künstlich verstärken? Wollt ihr wirklich mit Zauberei herangehen? Nein, aber ich dachte, so ein großes Rohr, in das ich hereinrufen kann und das meine Stimme lauter erschallen lässt. Dafür sind die Ausrufer da, nicht ihr. Aber ihr könnt gerne diese Ausrufer mit des Rohren versehen. Ja. Das wäre doch eine Idee. Und dass wir gute Reime schreiben. Ich meine, viel mehr werde ich jetzt wohl nicht tun können. Vielleicht sollten wir drei uns danach, nachdem wir irgendeinen Rechtsbeistand gesucht haben, in die Sinnetabelle begeben, auf der Suche nach einer vernünftigen Ausgabe des Kodex. Habt ihr denn eure Taschenausgabe nicht dabei? Isarun wollt ihr eben wohl eure leihen? Er ist in 7 Bände. Ich glaube nicht, dass es eine Taschenausgabe gibt. Natürlich gibt es eine gekürzte Ausgabe mit allen wichtigen Sachen, aber... Wollt ihr wirklich eine gekürzte Ausgabe verwenden? Bei so einem wichtigen Prozess? Natürlich nicht. Ich kenne den Codex Albyricus auswendig. Ihr etwa nicht? Es gibt mehrere Exemplare in verschiedenen Zeitaltern. Die Ausgabe von 1010, auf die beziehe ich mich selbstverständlich. Die aktuellste. Nun, ich meine, technisch gesehen wäre die aktuellste wohl die vom Konvent an Gareth, aber nun, die ist abgebrannt, wenn ich mich nicht irre. Ja, das waren sowieso nur einige Änderungen, aber diese sind mir natürlich auch bekannt. Vielleicht sind in älteren Ausgaben noch Sachen, nun ja, Rechtsnotizen vorhanden, die uns, nun ja, vielleicht hilfreich sind. Das erscheint mir doch arg hinterlistig. Was heißt hinterlistig? Recht ist Recht. Nun gut, tut, was ihr nicht lassen könnt. Wenn die Hand mich entschuldigen, ich werde eintreten. Kurz mal was gereimt.